ADFC, Allgemeiner Deutscher Fahrradclub, existiert seit den 70er Jahren, ist in Bremen gegründet worden, hat über 100.000 Mitglieder in Deutschland, 3.000 in Sachsen und ein paar wenige in Görlitz. Seit letztem Jahr sind wir aktiv, versuchen verschiedene Veranstaltungen zu machen, unter anderem viele Radtouren, aber auch Verkehrspolitik, weil es uns darum vor allem geht. Und versuchen eben auch hier dafür zu sorgen, dass es einfach mehr Radfahrer gibt, dass es gern auch mehr ADFC-Mitglieder gibt und dass damit insgesamt die Welt einfach ein bisschen fahrradfreundlicher wird. Besonders wichtig ist uns eben auch die Verkehrspolitik. Das heißt wirklich darum, es geht uns darum, dass Radfahren mehr Spaß machen soll. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen im Alltag geht. Oft ist es nicht so, dass es Spaß macht, sondern man versucht mehr, sich so ein bisschen durchzulavieren und zu gucken, wie man kommt. Unser Anspruch ist, dass wir alle Radfahrer vertreten im Alltag und das ist halt schon ein sehr hehrer Anspruch, weil ein Rennradfahrer hat völlig andere Bedürfnisse als ein Stadtradfahrer, als ein Senior, der vielleicht nicht mehr ganz so sicher ist oder als jemand, der kleine Kinder hat. Deshalb ist es wirklich ein hehrer Anspruch, aber wir geben unser Bestes, um einfach dafür zu sorgen, dass es ein bisschen fahrradfreundlicher wird. Wir sind ein Verein. Einige sind jetzt auch schon beigetreten. Je mehr wir sind, desto mehr Kraft steht natürlich auch dahinter. Deshalb freuen wir uns über neue Mitglieder immer. Wir haben ein Jahresprogramm, die meisten von Ihnen haben es schon. Im Monat 2 bis 3 Radtouren, also über den Sommer, jetzt im Winter natürlich weniger. Wer daran Interesse hat, wir haben ein Newsletter, wo wir gerne dazu einladen, 1 bis 2 Mal im Monat eine E-Mail. Mehr versuche ich nicht zu schicken, weil irgendwann nimmt das ja auch Überhand im eigenen E-Mail-Account. Hier liegt auch aus, rauf aufs Rad, das ist einfach das Infoheft zum ADFC, wenn Sie da noch mehr wissen möchten. Es gibt eine Initiative, die wir unterstützen, das ist mehr Tempo 30 in den Städten. Auch da liegt überall bei Ihnen ein Aufkleber. Da geht es einfach darum, wenn die Autofahrer langsamer fahren, wird es Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher, ohne dass die Autofahrer zwingend langsamer unterwegs sind. Denn meistens müssen die Autofahrer eh halten an Kreuzungen, an Ampeln, in merkwürdigen Situationen. Hier geht es einfach darum zu sagen, wir machen die Geschwindigkeit generell langsamer und dafür ist der Verkehr fließender, etwas leiser, etwas angenehmer. Ja, vielleicht noch Vorteile für Mitglieder. Sie bekommen einen Rechtsschutz und eine Haftpflichtversicherung, wenn sie auf dem Fahrrad unterwegs sind. Das kann sinnvoll sein in Momenten, wie es eben gerade hieß, rücksichtslose Autofahrer, wenn doch mal was passiert, dann unterstützt der ADFC. Vielleicht noch kurz zur Info, wir treffen uns einmal im Monat, immer den ersten Montag im Monat, 17 Uhr, derzeit noch in der Obermühle in Görlitz. An der Neiße, genau. Und die Anschrift ist halt auch an der Obermühle, deshalb ist es immer schwierig, noch anders zu beschreiben. Wenn gutes Wetter ist, machen wir dann einfach Feierabendradtouren, das sind mal 30, mal 40 Kilometer, manchmal kommt man auch schon im Dunkeln nach Hause und über die Sommermonate machen wir einmal im Monat eine längere Tour am Samstag, wo es dann ins weitere Umland geht. Die Touren führen, deshalb sind Sie ja heute Abend auch hier, auch immer mal wieder nach Polen, weil gerade da viele sagen, oder das haben wir oft mitbekommen, dass die Leute sagen, ach, wir würden schon gerne mal rüberfahren, aber so alleine und wo fährt man da lang und ich weiß es nicht. Und das haben wir uns schon ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, da auch einfach das Kennenlernen zu fördern und ja, Sie mit nach Polen rüberzunehmen. Dann wünsche ich jetzt viel Spaß mit dem Vortrag von Peter Schelin. Da geht es darum, 50 Kilometer Radius rund um Skorzelec. Was gibt es alles drüben? Was hat er für tolle Touren gemacht? Vielen Dank noch an die Löffelbar. Genau, wir machen das ja das erste Mal hier. Die Löffelbar hat sofort gesagt, können wir machen. Ist ein Experiment. Wenn es beim nächsten Mal wieder